Servus und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Sportarena. Diesmal mit folgenden Themen und folgenden Gästen. Champions League Auslosung. FC Bayern München trifft im Achtelfinale auf Chelsea FC. Kraftpaket. Die Münchner Junioren-Europameisterin im Bankdrücken, Fiona Feurer, ist live im Studio. Auszeichnung. Ruderweltmeister Oliver Zeidler aus Dachau ist Deutschlands Newcomer des Jahres. Profiboxen. Weltmeisterin Tiny Tina Rupprecht und Neuprofi Joshua Lederhofer sind Gäste in der Sportarena. Sportgala. Motocross-Fahrer Dennis Ulrich und Tourenwagenfahrer Max Hesse wurden in München als Motorsportstars 2019 ausgezeichnet. Lawinencamp. Juniorensicherheitstraining für Skifahrer und Snowboarder in Garmisch-Partenkirchen. In der Champions League gibt es im Achtelfinale eine Neuauflage des Endspiels von 2012. Ob es den FC Bayern freut? Naja, das wird sich dann zeigen. Jedenfalls treffen sie auf Chelsea FC. Das hat die Auslosung ergeben. Zuerst wird in London gespielt, dann in München. Und Manfred Sedelbauer war heute an der Säbener Straße und hat mal nach dieser Auslosung zugehört, wie stark sich denn die Bayern auf dieses Wiedersehen freuen. Die Loskugel hat entschieden. Der FC Bayern trifft im Champions League Achtelfinale auf Chelsea FC. Die Münchner haben keine guten Erinnerungen an die Londoner. Schließlich haben sie 2012 das Finale daheim gegen die Engländer verloren. So weit gehen jetzt die Erinnerungen nicht zurück. Oder ich erinnere mich zwar, aber ich glaube, das hat jetzt mit dem Spiel jetzt im Achtelfinale nicht viel zu tun, außer dass die Mannschaften dieselben sind. Gutes Los, wird ein gutes Spiel, auch gute Atmosphäre dort. Dort schon ein paar Mal gespielt. Und ja, ich denke, wir freuen uns alle drauf und warten bis Februar. In der bisherigen Champions League-Saison haben die Bayern einen Rekord aufgestellt. 6 Siege aus 6 Spielen und eine Tordifferenz von plus 19. So gut war bisher noch kein anderes Team. Chelsea London hat die Gruppenphase als Tabellenzweiter beendet. Ich denke einfach, dass in dem Achtelfinale gibt es keine leichten Gegner. Und Chelsea ist einfach international eine gute Adresse. Und da waren einige Spiele im Vorfeld oder in den Jahren zuvor schon, die sehr interessant waren von beiden Mannschaften. Also von daher ist es so, dass wir auch in diesem Spiel, klar ist unser Ziel, dass wir das Viertelfinale erreichen und wir müssen da sehr konzentriert an die Sache herangehen, um ja einfach auch in den 2 Spielen gegen sie zu bestehen. In der vergangenen Saison in der Königsklasse war für die Bayern bereits im Achtelfinale gegen den späteren Sieger Liverpool Schluss. Chelsea war in der abgelaufenen Spielzeit nicht in der Champions League dabei, konnte aber die zweiklassige Europa League gewinnen. In der englischen Premier League stehen die Blues auf dem 4. Platz. Über den genauen Zustand von Chelsea, außer dass ich die Ergebnisse mitbekommen habe, und da geht es ja aktuell nicht ganz so gut, glaube ich, voran, habe ich nicht so viel gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, sie haben natürlich schon auch Einzelspieler in der Offensive, unter anderem auch Hudson-Odoi oder auch Christian Pulisic, deren Qualitäten auch bekannt sind. Aber im Fußball geht es ja nicht um Einzelspieler, sondern dann um die Team-Performance. Das ist schon immer wieder ein bisschen was Besonderes. Und ja, wenn man die Atmosphäre der Stadien kennt, dann denke ich, weiß man, was auf einen zukommt und freut sich auf so ein Spiel. Wir sind relativ selbstbewusst oder ich fühle mich eigentlich mit dem Los ziemlich gut. Am 25. Februar geht es für die Bayern zum Hinspiel zuerst nach London. Am 18. März gibt es dann das Rückspiel in München. Die Bayern wollen ihren Lauf aus der Champions-League-Gruppenphase fortsetzen und diesmal gute Erinnerungen mit dem Chelsea FC verbinden. Eine der stärksten Frauen Münchens ist die 21-jährige Fiona Feurer. Ihre Spezialdisziplin ist das Bankdrücken. Dort hält sie auch mehrere deutsche Rekorde. Und sie ist auch Junioren-Europameisterin. Manfred Sedelbauer stellt die junge Athletin mal vor. Fiona Feurer. Das ist geballte Energie. 110 Kilogramm auf der Hantelbank, für die Münchnerin kein Problem. Ihr Ziel? Ein Weltrekord in der Juniorenklasse. Vor rund 4 Wochen ist Fiona deutsche Juniorenmeisterin in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm geworden. In derselben Klasse ist sie auch Europameisterin und hält 4 deutsche Rekorde. Und das obwohl oder gerade weil sie nur 1,48 Meter groß ist. Fiona Feurer steht aber nicht nur für Kraftsport und Bankdrücken,
Die 21-Jährige ist ein echtes sportliches Multitalent. Die nächsten Rekorde will Fiona in ihrer Paradedisziplin Bankdrücken aufstellen. Im vergangenen Jahr musste sie auf die Teilnahme bei der Juniorenweltmeisterschaft in Tokio verzichten, weil es keine finanzielle Unterstützung vom Verband gibt. 2 Jahre darf sie noch bei den Juniorinnen starten. Dort liegt der Weltrekord zwischen 120 und 125 Kilogramm. Im kommenden Jahr treffen sich die stärksten jungen Frauen bei der Weltmeisterschaft im tschechischen Pilsen. Und da will Fiona Feuerer antreten und den Weltrekord im Bankdrücken stemmen. Das ist in der Sportarena. Herzlich willkommen, Fiona. Servus. Was liegt sozusagen dir besonders am Herzen, dass du sagst, ich muss dieses Krafttraining auf die Spitze treiben und mach dieses Bankdrücken in, man muss ja wirklich sagen, absoluter Top-Manier? Also ich habe natürlich die perfekten Voraussetzungen und ich fand es unglaublich schade, das nicht zu nutzen, wenn ich in etwas schon sehr gut bin. Außerdem, wenn du trainierst, du hast immer so wunderschöne Steigerungen und das ist so schön berechenbar und das kann man so schön anpeilen. Das ist, wenn du zum Beispiel, du sagst nicht einfach, ja okay, ich drück mal, okay, heute läuft's, heute ist überhaupt, plötzlich drücke ich 30 Kilo weniger, sondern du kannst das so richtig schön aufeinander aufbauen, das Training. Und das macht eigentlich ziemlich Spaß. Was heißt denn jetzt ideale Voraussetzungen? Also klar, du hast eine Menge Kraft durchs Training, aber die war ja nicht von Anfang an da. Nee, also ideale Voraussetzungen heißt zum einen mal, ich baue ziemlich schnell Muskeln auf. Zum anderen, ich bin ziemlich klein. Also wenn ich mich jetzt hinstelle, bin ich fast genauso groß wie du, wenn du sitzt. Wenn ich strecke, dann müssen wir gar nicht großartig was verändern hier, ja, in der Kameraposition, ja? Siehst du? Genau. Dementsprechend meine Arme sind noch relativ kurz. Und je kürzer der Weg, desto weniger Kraft muss man aufwenden, um ein Gewicht zu bewegen. Also Physik. Gut, die Größe, das war irgendwann mal klar. Das wird sich jetzt auch nicht mehr allzu viel verändern. Wie kam dann aber der Schritt zum Krafttraining? Ich drücke schon seit ich klein bin, also mit 13 oder 12, keine Ahnung. Um den Dreh rum haben wir im Bankdrücken bei den Jungs angefangen, weil ich spiele schon seit Ewigkeiten Eishockey. Und das war immer das Zusatztraining dazu. Irgendwann wurde ich halt immer besser, teilweise stärker als die meisten Jungs. Was die riesig gefreut hat wahrscheinlich, waren die Riesenfans von dir? Naja, hat nicht so getaugt in dem Alter. Naja, auf alle Fälle habe ich dann mit meinem Trainer öfters mal trainiert und dann irgendwann mal durch Zufall in der Doku mitbekommen, dass da ein Mädel deutsche Meisterin im Kraftdreikampf geworden ist, da ist Bankdrücken auch dabei, und die hat 40 Kilo gestemmt und ich habe halt zu dem Zeitpunkt schon 75 gedrückt. Dachte ich mir, naja, mach mal mit bei einer Meisterschaft. Wann hast du deine erste Meisterschaft dann nicht nur mitgemacht, sondern auch gewonnen? Es war vor 4 Jahren, da habe ich die erste Meisterschaft mitgemacht und direkt einen deutschen Rekord aufgestellt. Und den seitdem mehrfach verbessert? Also den, das war noch in einer anderen Altersklasse, habe ich damals aufgestellt. Habe ihn dann ein Jahr später natürlich in einer neuen Altersklasse dann gebrochen, auch von einem Erwachsenenrekord gebrochen. Und dieses Jahr habe ich noch mal in einer neuen Gewichtsklasse einen Rekord aufgestellt. Okay, aktuell, jetzt lass es raus. Wie viel drückst du? Also was ist der Rekord? Meiner. Deiner. Also mein persönlicher Rekord aktuell sind so ungefähr 102,5 Kilo. Ich so hatte ungefähr? Jetzt nur, musst du wissen. Nee, ich trainiere ja die ganze Zeit durchgehend. Das heißt, wenn ich jetzt gerade ein Max-Out, also versuche, mein Maximalgewicht zu drücken und 2 Tage vorher aber schon, wer weiß, wie viele Sätze Bankdrücken gemacht habe, dann bin ich natürlich nicht sonderlich stark an dem Tag. Das heißt, an dem Tag drücke ich vielleicht 100 Kilo. Das heißt, ich kann sagen, ja gut, ungefähr mit einer Woche Pause würde ich halt 2,5 Kilo mehr drücken. Was peilst du an? Weil du willst ja im kommenden Jahr zur Weltmeisterschaft. Du willst nach Tschechien, nach Pilsen. Da ist was ungefähr die Marke, die du ja drücken müsstest, um erstmal den Titel zu gewinnen und vielleicht sogar dann auch einen neuen Rekord dort aufzustellen? Also ich glaube, ich habe vor, wahrscheinlich den Rekord erst in 2 Jahren aufzustellen, weil ich dafür Gewichtsklasse wechseln muss. Außerdem ist das dann das letzte Jahr und dann will ich quasi so einmal schnell durchswitchen. Keiner merkt, dass ich da war. Boom, plötzlich ist sie da. Dieses Jahr bleibe ich nämlich in der Gewichtsklasse. Da reicht es eigentlich, wenn ich das drücke, was ich jetzt schon drücke. Ich habe aber schon noch vor, auf 115 hochzukommen. 115 Kilo. Du selber bringst wie viel auf die Waage? Ist keine sehr charmante Frage, aber bei Sportlern, das sind Athleten, ja, die achten ja ein bisschen aufs Gewicht und wissen auch, was sie selber dann auf die Waage bringen. Ich wiege so Pi mal Daumen 63 Kilo. Und denkst aber, das wird noch ein bisschen zulegen dann? Nee, habe ich jetzt eigentlich nicht vor. Also, aber du meintest, du gehst dann vielleicht in eine andere Gewichtsklasse. Also um in eine andere Gewichtsklasse zu gehen, muss ich 63,001 Kilogramm wiegen, mhm, oder unter 57 bleiben.
eine von beiden Möglichkeiten habe ich. Draufpacken ist mit einem guten Weihnachtsfest ja schnell erledigt. Da reicht es, wenn ich einen Liter Wasser trinke. Das heißt, bei dir hat sich vom Eishockey der Sport ein bisschen verändert. Das heißt, du spielst noch Eishockey, aber Kraftsport ist eigentlich jetzt das, was du am meisten machst. Nein, ich spiele mehr Eishockey, als ich Bank drücke. Viel mehr. Ich drücke vielleicht zweimal pro Woche Bank. Aktuell Eishockey bin ich 4 bis 6 Mal pro Woche auf dem Eis. Jetzt stell dir mal vor, wenn du weniger Eishockey und mehr Krafttraining machen würdest, dann noch rauskäme. Habe ich probiert, bringt nicht mehr. Aha, okay. Eishockey spielst du wo? In Geretsried bei den Damen, bei den River Rats. Zusammen Training noch nach wie vor mit den Männern? Ich trainiere immer mit den Jungs aus Germering. Das ist mein Heimatverein von früher. Mit denen habe ich früher auch das Bankdrücken gemacht. Wir sind jetzt immer noch im Kraftraum, aber wir konkurrieren nicht mehr. Ich drücke selten in Germering Bank und erst dann, wenn die Jungs weg sind. Um die nicht zu deprimieren? Hauptsächlich ja, um ehrlich zu sein. Dann warte ich immer, dann habe ich noch Freundinnen, mit denen trainiere ich voll oft. Die sind auch ziemlich, ziemlich stark. Eine ist in der Nationalmannschaft im Eishockey, die andere drückt auch, ich wette, die ungefähr 60, 70 Kilo Bank. Und mit der trainiere ich dann immer. Wie läuft jetzt aber so ein Wettkampf ab? Also du hast jetzt erklärt, wie du das beim Training machst, wie oft du das machst, alles. Wenn so ein Wettkampftag ist, und da heißt an dem Tag ja reines Bankdrücken, weil der Kraft-3-Kampf, das wäre ja Bankdrücken, Kniebeuge und Kreuzheben, soweit ich mich so an ferne Tage erinnere. Ich habe das auch mal probiert, aber du siehst, das hat nicht viel gebracht. Reines Bankdrücken als Wettkampf läuft wie ab? Eigentlich ziemlich langweilig. In der Früh gehst du auf die Waage, davor isst und trinkst du meistens nichts. Ich esse meistens trotzdem was davor, ich trinke aber nichts. Danach haust du ordentlich rein. Ja, man will natürlich so viel wie möglich und so stark wie möglich sein zum Wettkampf. Das heißt, da ist dann optimale Möglichkeit. Da hat man eh noch 2 Stunden, bis man dran ist. Dann gibt es 3 Versuche. Man geht auf die Bühne, dann spannt man sich unter die Bank, also jeder im Einspieler. Das war vorhin im Einspieler zu sehen, das sieht schon sehr abenteuerlich. Du biegst ja komplett dich da rein. Man hat schon Angst, wie so eine Feder, die dann irgendwann springt. Ja, ich mache einen Exorzismus, so haben wir das immer genannt. Dann gibt es 3 Signale. Einmal das Signal, dass ich losdrücken darf. Also ich drücke auf so breit, gehe runter, dann warte ich und dann sagt der Hauptkampfrichter, dass ich hoch darf. Dann gehe ich hoch und dann muss ich immer noch aufs 3. Signal warten, dass ich ablegen darf. Wenn ich die Signale verpasse, dann zählt der Versuch nicht. Wie lang ungefähr? 10 Sekunden so eine ganze Aktion? Oder? Mit Reinspannen brauche ich bestimmt 40 Sekunden. Das Drücken selber, nachdem mein Weg ungefähr 11, 12 Zentimeter ist, dementsprechend vielleicht 12 Sekunden und die Pause unten ist ungefähr eine. Puh, schnell vorbei. Also du musst ja vorher aber auch überlegen, wie viel legst du auf. Das muss schon ziemlich klar sein, was ist möglich an dem Tag. Ja, also der erste Versuch ist immer ein Versuch, den kann man im Schlaf drücken. Das muss was sein, egal was kommt, selbst wenn man Magen-Darm hätte. Man muss ihn drücken können, irgendwie. Dann der zweite ist immer irgendwas so um die Bestleistung rum, vielleicht ein bisschen drunter. Und das dritte ist immer ein PR, also ein persönlicher Rekord, alles was geht. Was machst du aber, wenn du siehst, die Konkurrentin, die haben schon ordentlich vorgelegt, du kannst gar nicht mit einem Sicherheitsversuch nur starten, du musst eigentlich gleich richtig rein ins Geschehen. Tatsächlich habe ich bisher immer so gedrückt, dass ich immer mindestens 10, 20 Kilo über meiner Konkurrenz gestartet bin. Ich hatte noch nie wirklich Konkurrenz, gegen die ich direkt angetreten bin. Treten die dann überhaupt nochmal an oder wenn die sehen, dein erster Versuch ist durch, Dankeschön und dann sind die schon weg? Also bei den deutschen Meisterschaften war es mal eine Zeit lang so, da bin ich angetreten, da steht ja schon, was dein Maximalversuch ist. Und dann waren am Anfang 10 Mädels gelistet und beim Wettkampf war dann keiner da, weil die alle entweder in eine andere Gewichtsklasse reingewechselt sind oder gar nicht angetreten, weil ich dabei war. Die Flucht vor Fiona. Das ist ziemlich traurig, weil es eigentlich viel zu wenig Mädels gibt, die den Sport machen. Du, na dann wünsche ich dir weiterhin, dass es ordentlich sich weiterentwickelt mit der Kraft und WM nächstes Jahr in Pilsen, aber die nimmst du schon mit. Definitiv, habe ich vor. Okay, dann hoffe ich, du kommst mit dem Titel wieder. Danke. Danke fürs Kommen heute. Und die Zusammenfassung des Sportes aus München, die hat heute Mario Herb und Luisa Off für Sie. Der EHC Red Bull München durchläuft eine sportliche Krise. In der Deutschen Eishockeyliga und der Champions Hockey League gab es zusammen 4 Niederlagen in Serie. Die Champions Hockey League ist mit dem Aus im Viertelfinale beendet. Nun gilt die volle Konzentration der DEL und dort steht eine arbeitsreiche Woche bevor. Gleich 3 Spiele sind geplant, darunter 2 bayerische Derbys.
Auftakt bildet das Spiel am Dienstag beim Tabellenzweiten, den Straubing Tigers. Am Freitag sind die Augsburger Panther zu Gast in München. Wiederum am Sonntag geht es auswärts zur Düsseldorfer EG. Noch ist der EHC Red Bull München Tabellenführer in der DEL. Die Münchner haben 3 Punkte Vorsprung auf Straubing. Doppelsieg für die deutschen Race-Snowboarder im Weltcup. Beim zweiten Riesenslalom der Saison in Cortina d'Ampezzo gewann Ramona Hofmeister vor Selina Jörg. Die 23-Jährige holt sich den 6. Weltcupsieg ihrer Karriere. Und nicht nur das, zum ersten Mal trägt sie das gelbe Trikot der Gesamtweltcup-Führenden. Zweite in der Gesamtwertung ist die 31-jährige Weltmeisterin Selina Jörg. Caroline Langenhorst als 6. und Melanie Hochreiter als 10. komplettieren das starke deutsche Ergebnis. Es ist der 2. Sieg für Ramona Hofmeister im 2. Weltcup der noch jungen Saison. Bei den Männern wird Stefan Baumeister guter 6. und scheitert knapp im Viertelfinale. 3 Spiele in 5 Tagen warten auf die FC Bayern Basketballer. Die Münchner treffen am Mittwoch im deutsch-deutschen Duell in der Euroleague auf Alba Berlin. Der FC Bayern ist 15. in der Gruppe, Alba Berlin ist 16. Beide Mannschaften haben bisher 5 Siege und 8 Niederlagen. 2 Tage später, am Freitag, ist ebenfalls in der Euroleague der FC Barcelona zu Gast in München. Barcelona ist 3. in der Gruppe. Wiederum 2 Tage drauf, am Sonntag, reist der FC Bayern zum 12. Spieltag in der Bundesliga zu den Gießen 46ers. Der FC Bayern ist Tabellenführer und klarer Favorit beim 12. Gießen. Eine große Ehre für den Ruderer aus Dachau, für Oliver Zeidler. Der Weltmeister im Einer hat in diesem Jahr bei der Wahl zum Sportler des Jahres den sogenannten Newcomer des Jahrespreis bekommen. Über diese Wahl in Baden-Baden und über die Auszeichnung berichtet Luise Auf. Zum 73. Mal werden die besten Athleten, Athletinnen und Mannschaften des Jahres geehrt. Gewählt werden sie von Deutschlands Sportjournalisten. Unter den 700 Gästen ragt einer Ruderweltmeister Oliver Zeidler mit seinen 2,3 Meter und als Preisträger heraus. Der Newcomer des Jahres hört sich mit 23 Jahren jetzt schon ein bisschen komisch an, muss ich sagen, weil ich glaube, die anderen Newcomer waren alle etwas jünger als ich. Aber diese Wertschätzung jetzt zu bekommen für die Leistung, die ich dieses Jahr und in den letzten 3 Jahren vom Schwimmer zum Ruderer gebracht habe, ist schon sehr speziell und freut mich auch sehr. Erst zum 3. Mal wird der Preis für den Newcomer des Jahres vergeben. Das traditionelle Treffen der Sportlerfamilie im Kurhaus Baden-Baden bildet den Abschluss eines bewegten Jahres. Und aus einer traditionellen Sportlerfamilie kommt auch der Dachauer Oliver Zeidler, der vor 3 Jahren noch Leistungsschwimmer war. Also ich habe 2016 die Olympia-Qualifikation nicht geholt mit meinem Team. Und dann hat sich mein Team bei den SG Stadtwerken München aufgelöst. Und so bin ich dann erstmal komplett vom Leistungssport zurückgetreten. Und eher mehr durch Zufall bin ich dann dazu gekommen, dass ich dann auf dem Ergometer trainiert habe und dann auch das Rudern gelernt habe. Und ja, seitdem ist es ein Familienbusiness und mein Vater trainiert mich. Meine ganze Familie ist im Rudersport aktiv gewesen. Von daher war das eher eine Frage der Zeit, wie lange ich noch brauche, um dann endlich zum Rudern zu wechseln. Die Skisprungmänner sind Mannschaft des Jahres. Angeführt werden die Skiadler von Markus Eisenbichler. Der Urbayer aus Siegsdorf hatte ereignisreiche Monate hinter sich, wurde 3-mal Weltmeister. Also ich habe nicht damit gerechnet, meine Teamkollegen auch überhaupt nicht. Ist eine sehr große Ehre und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das jetzt gewonnen haben. Und einen großen Dank an unseren ehemaligen Trainer, der uns da 11 Jahre lang begleitet hat. Es war nicht immer einfach mit uns und ja, es ist auch irgendwo die belohnte Arbeit für die Trainer, für die Physiotherapeuten, für die Techniker, alle, die wo im Team drumherum sind, die wo uns immer unterstützen. Sowohl Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler als auch Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler haben bereits Pläne für die Zukunft. Ja, mein Großvater ist ja Olympiasieger und Olympiadritter geworden. Und in meiner Karriere würde ich gerne erfolgreicher werden als er. Von daher muss es dann mindestens Silber eigentlich in Tokio werden mal. Mal schauen, ob das klappt. Ja, wir haben eine Skiflug-WM. Da möchte man natürlich eine Medaille machen. Das ist wirklich, wirklich einer meiner Kindheitsträume neben dem Weltcup-Sieg beim Skifliegen. Das will ich unbedingt realisieren, da mit der Mannschaft eine Medaille zu machen, egal was für eine. Das ist mir sowas von egal. Und natürlich die Verschanzentournee ist natürlich wieder im Fokus.
Und sonst möchte ich einfach ganz normal gut Skispringen genießen und verletzungsfrei bleiben. Die Auszeichnung für die Sportlerin des Jahres darf Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo entgegennehmen. Sportler des Jahres ist Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul. Am kommenden Wochenende startet in Hamburg eine neue Serie von Profi-Box-Veranstaltungen, die German Edition. Mit dabei ist dann unter anderem die Weltmeisterin aus Augsburg, Tina Rupprecht, und ein neuer junger Mann aus Augsburg, die gleich bei uns zu Gast sind. Vorher wollen wir Ihnen aber mal die aktuelle Championess vorstellen. Seit 2 Jahren ist Tina Rupprecht Weltmeisterin des WBC-Verbandes. Am 21. Dezember will sie ihren Titel verteidigen. Längst kein unbekanntes Gefühl für Tiny Tina. 2 bayerische Meisterschaften und 4 deutsche Meisterschaften bei den Amateuren. WBC Silver Champion, IBO Intercontinental Champion und aktuell WBC-Weltmeisterin als Profi. Tina Rupprecht hat im Boxsport schon so einiges erreicht. Seit ihrem Profidebüt Ende 2013 ist die 27-jährige Augsburgerin nach 10 Kämpfen noch immer ungeschlagen. Wenn die sympathische und außerhalb des Rings bodenständig studierte Grundschullehrerin den Ring betritt, ist Action garantiert. Denn so nett und zuvorkommend sie auch sein mag, wenn die Ringglocke läutet, gibt Tiny Tina Vollgas. Ihre nun anstehende Titelverteidigung verspricht sowohl hochklassiges Boxen als auch Spitzenunterhaltung. Denn auch die Herausforderin hat internationales Niveau. Die Spanierin Catalina Diaz ist die Königin des spanischen Kickboxens und bei den Profis 2-fache EBU-Europameisterin im Boxen. Der Kampf ist Teil der German Edition, einer Veranstaltungsreihe des Münchner Boxpromotors Alexander Petkovic und des Star-Kochs Michael Wollenberg. Mit dem Münchner Hovik Beberaham wird ein weiterer Bayer in den Ring steigen. Der 29-jährige Beberaham bestreitet seinen 3. Kampf in diesem Jahr. Diesmal ist es ein Eliminator-Duell um das Anrecht auf einen Titelkampf im Leichtgewicht bei der WBC. Gegner ist der Mexikaner Marco Antonio Juarez Rodriguez. Der Kampf ist auf 10 Runden angesetzt. Aber das für uns optisch sicherlich schönste Duell, das wird sicherlich die Weltmeisterin aus Augsburg dann bestreiten. Heute ist sie zu Gast in der Sportarena und ich sage herzlich willkommen, Tiny Tina Rupprecht. Servus. Hallo. Und neben dir sitzt der junge Mann, den wir vorhin schon mal angekündigt haben, der jetzt seinen Schritt zu den Profis wagt. Und ich lese es ganz genau ab. Joshua Tobias Franz Lederhofer. Wenn das der Ringsprecher so rausbringt, Glückwunsch. Servus. Danke. Hallo, guten Tag. Hast du schon eine Absprache mit dem getroffen, sodass der nur Joshua sagt oder Josh oder voller Name? Joshua Franz Tobias Lederhofer, das welcome in the ring. Das weiß ich noch nicht. Also ich guck mal, was auf mich zukommt. Also ich bin auch selber noch gespannt. Bist du nervös? Es geht. Also ich bin aufgeregt, natürlich. Es wird ziemlich cool werden. Einfach mal bei einer Profi-Veranstaltung zu boxen und mein Debüt da zu bestreiten. Das ist eine super Veranstaltung. Und ich lasse alles auf mich zukommen. Also im Moment bin ich gut vorbereitet, topfit und kann losgehen. Tina sagt gerade, du liebst es mit dem Namen? Zieht ihn manchmal so ein bisschen auf? Oder wie heißt er denn bei euch beim Training? Ihr seid Yoshi. Ja nur aus demselben Boxstall. Ja, einfach Yoshi. Du Yoshi! Boah, das klingt aber so klein und niedlich. Er ist ja nun aber doch ein großer, stattlicher, kräftiger Bursche. Ja, ist sein Name. Sein Name. Für dich eine Situation, mit der du sicherlich längst vertraut bist, A, bei großen Veranstaltungen zu kämpfen, B, mittlerweile auch die Titelverteidigerin zu sein. Trotzdem vorher steigt so langsam so ein Nervositätspegel, so ein Druck, der da kommt? Ja, Nervosität jetzt noch nicht, aber es ist immer so, okay, Montag, jetzt ist Kampfwoche, jetzt kommt man so zum Ziel. Und ja, die Aufregung kommt dann kurz vorm Wiegen mal und dann so richtig dann in der Umkleide vorm Kampf. Ist auch ein bisschen Nervosität bezüglich des Wiegens so? Passt alles? Also wie oft steigst du in den Tagen davor schon zur Kontrolle auf die Waage? Ja, schon. Also man ist schon immer ein bisschen angespannt wegen Gewicht, obwohl man eigentlich meistens weiß, dass es schon klappt. Aber man geht dann schon vorher noch 3-4 Mal auf die Waage und guckt, ob das auch passt, ob man noch 100 Gramm trinken darf. Ja. Aber die ist ja das Minimum oder Minimalgewicht oder Strohgewicht heißt sogar. Ja. Also es ist ganz verschieden in der Auslegung. Was ist wirklich jetzt so die Gewichtsklasse, die Bezeichnung? Ja, ist alles eigentlich richtig, aber so international sagt man Minimumgewicht oder auch Mini-Flyway. Mein Gott, das klingt ja so wie so eine Feder, die dann an den Ring gepustet wird. Ja, wir wiegen auch nicht viel.
Deine Gegnerin, jetzt muss ich genau gucken, ist Catalina Diaz aus Spanien, die eigentlich vom Kickboxen kommt. Da hat sie sehr viel Erfolg gehabt, ist dann zum Boxen auch noch mitgegangen und ist schon zweimal Europameisterin geworden. Mhm. Ein harter Knochen? Ja, auf jeden Fall. Also die ist 39 und sie hat sehr, sehr viel Kampferfahrung. Auch bei dem Olympischen Boxen, also beim Amateurboxen, hat sie sehr lange geboxt und da viele Kämpfe gemacht. Deswegen, sie ist sehr erfahren, auch vom Kickboxen noch die Kämpfe dazu. Deswegen auf keinen Fall zu unterschätzen, ja. Bei dir ist ohnehin interessant, die Gegnerin der vergangenen Monate oder zwei, drei Jahre, wo du ja dann auch die Titelkämpfe bestritten hast, das waren meist immer Gegnerinnen aus Mexiko oder Südeuropa, also Spanien oder sowas. Woran liegt das? Gibt es dort die Kämpferinnen, die auch in der Gewichtsklasse überhaupt kämpfen? Gibt es so leichtere gar nicht hier? Ja, hauptsächlich. Also mein Gewicht ist sehr stark besetzt von Südamerika, von Japan, Asien. Also Europa ist da eher schwächer vertreten. Und generell ist Frauenboxen ja in Mexiko ganz, ganz groß. Also die lieben das dort und die Frauen werden da auch richtig gefördert. Und deswegen, da gibt es auch ganz, ganz viele Boxerinnen in den leichten Gewichtsklassen, vor allem auch sehr viele Mexikanerinnen. Ja. Man überlegt, vielleicht dann dort vor Ort mal zu kämpfen, also den Schritt vielleicht dorthin zu machen? Ja, das wäre auf jeden Fall sehr interessant und cool. Würdest du wahrscheinlich so blonde Haare, so, du wirst ja gefeiert werden. Ist ja dann, dann bist du die Exotin. Ja, wahrscheinlich. Bei dir ist eine Sache ganz interessant. Du weißt noch nicht mal, wer dein Gegner ist. Ich meine, es ist 5 Tage vom Kampf. Ja, also das ist jetzt mit dem Vertrag. So, ich weiß, also ich kriege jetzt in den nächsten Tagen Bescheid, gegen wen ich boxe. Genau. Und dann wird es auch quasi preisgegeben. Genau, ich krieg das. Ich werde noch erfahren, gegen wen ich boxe. Aber was heißt das für die Vorbereitung? Du kannst dich nicht explizit auf einen Typ, auf einen Stil vorbereiten. Du musst quasi allround da reingehen. Ja, das ist eh beim Boxen wichtig, dass man Allround-Boxer ist. Dass man sich immer auf verschiedene Typen einstellen kann beim Boxen. Dass man sich genau darauf vorbereitet. Also man kann sich, wie soll ich das am besten erklären? Boxer, der muss Angriff boxen machen können, der muss auch Verteidigung boxen können. Also wie gesagt, Allround-Boxer. Genau. Was für eine Sicherheit Vorteil ist, du hast 60 Kämpfe als Amateur bestritten, ja. Hast 4-mal, glaube ich, die Bayerische Meisterschaft gewonnen, genau. Warst 2-mal Deutscher Meister. Also da kommt ja auch genügend Erfahrung so mit. Ja, auf jeden Fall. Was war denn jetzt anders für dich in der Vorbereitung? Jetzt das Wissen, okay, beim Profiboxen ist es ein bisschen anderes Reglement. Mhm. Es ist sind mehr Runden, es ist eine andere Rundenanzahl. Was war noch anders? Also beim Profiboxen, was ich jetzt auch, womit ich die Erfahrung gemacht habe, war einfach, dass es eine phasenweise Vorbereitung ist. Also da ist ja Kondition drin, da ist ja Krafttraining drin, da ist ja Techniktraining drin. Und das muss alles in die Vorbereitung gepackt werden, um dann an dem Kampftag topfit zu sein und die Leistung hervorbringen zu können. Das habe ich halt jetzt auch gemerkt beim Amateurboxen. Da geht man auf eine Veranstaltung und bereitet sich nicht spezifisch jetzt nur auf einen Kampf vor, sondern beim Profiboxen ist es dann genau anders. Dann, wie gesagt, bereitet man sich genau nur auf einen Kampf vor. Beim Amateurboxen nicht. Also da geht man auf eine deutsche Meisterschaft, weiß nicht genau, gegen wen man boxt. Es sind 16 Gegner manchmal auf einer deutschen. Aber es ist Turniermodus, das heißt, du kämpfst mehrfach in den Tagen danach dann genau, auch noch. Ja, genau. Kurz hintereinander immer wieder. Und beim Profiboxen ist es ein intensiver Kampf, der über mehrere Runden geht als beim Amateurboxen. Und die Phasen, die wir da in der Vorbereitung haben, sind auch viel intensiver, also was ich da so mitbekommen habe. Diese German Edition, die jetzt startet in Hamburg, hat sich 2 Ziele gesetzt. Der Promoter Alexander Petkovic und Nadine Rasche, die das ja aus München hier steuern. Die wollen zum einen jungen Talenten, die entweder den Schritt zu den Profis wagen oder schon ein bisschen Erfahrung haben, eine Plattform bieten, bei großen Veranstaltungen zu kämpfen. Ja. Oder wollen natürlich etablierte Boxer und Boxerinnen dabei. Jürgen Bremer wird unter anderem kämpfen, also auch ein sehr klangvoller Name, war schon Weltmeister, war Europameister. Für dich so eine Art Auszeichnung, dabei zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine sehr, sehr starke Fightcard. Es sind mega Boxer dabei am Samstag und es ist natürlich auch eine Ehre, unter so großen Namen dabei zu sein. Und ich denke, wir können das Boxen sehr gut dort präsentieren. Und das ist natürlich ein Zeitpunkt jetzt so zum Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten. Manche aber sagen, ach, eigentlich bin ich ja schon in ganz anderer Stimmung. So ein Höhepunkt am Jahresende, auch für dich? Ja, auf jeden Fall. Also ich fieber sehr lang schon auf diesen Kampf. Das ist der 2. Kampf dieses Jahr. Und ich bin jetzt froh, dass es jetzt endlich soweit ist. Und auf jeden Fall dieses Jahr erfolgreich abzuschließen. Ja, und
Das ist mein Ziel für Samstag. Gibt es eine Planung darüber hinaus? Ich meine, als Weltmeisterin ist klar, du bist die Gejagte. Jeder kommt und will diesen Gürtel dir abnehmen. Oder jede in dem Fall. Geht es eigentlich, dass du dann 2, 3 Kämpfe im Voraus planst? Also auch die Termine und vielleicht schon so ein bisschen mit den zukünftigen Gegnerinnen? Oder ist das gar nicht drin, weil du sagst, ich kann nur einen Kampf planen, weil ich weiß ja nicht, was dann kommt danach? Ja, also generell ist immer der nächste Kampf der wichtigste Kampf. Also ich denke jetzt auch gar nicht weiter. Ich denke jetzt nur an diesen einen Kampf. Und was nächstes Jahr ist, interessiert mich im Moment nicht. Aber natürlich plant man schon auch weiter, dass man den Titel behalten will. Und ja, man schaut jetzt aber immer erst für den nächsten Kampf die nächste Gegnerin. Aber das langfristige Ziel ist natürlich schon auch, Titel zu vereinigen. Das heißt, sich anzuschauen, okay, wer hat die anderen Titel der großen Weltverbände und dass man da vielleicht eine Titelvereinigung macht. Du hast nun den Titel WBC und was ich nicht wusste, auf dem Gürtel drauf, und ich hoffe, man kann es gut sehen, da ist ja auch dein Bild als aktuelle Titelträgerin. Genau. Da ist, glaube ich, das Bild, glaube ich, des Präsidenten des Verbandes drauf. Genau. Und jetzt drehen wir das mal schön langsam. Und dann kommen noch 2 weitere Bilder. Genau. Diese junge Dame ist Laila Ali, die Tochter von Muhammad Ali, weil die eben auch bei der WBC eine bestimmte Funktion übernommen hat. Und daneben ist noch die Gegnerin, gegen die ich den Titel gewonnen habe. Aha. Ja, aus Costa Rica ist die Dame. Okay. Das wusste ich nicht. Ist das bei allen Verbänden so? Also ich kenne diese großen, natürlich sehr voluminösen Abbildungen, aber diese kleineren? Nee, das hat nur die WBC. Sauber. Ja. Nicht schlecht. Wie oft wird der geputzt von dir? Zu selten. Das sieht man vielleicht auch. Aber ja, so ein bisschen. Nein, es ist schon mein Baby und wird gut behütet. Ja. Dann behüte ihn, bewache ihn und bewahre ihn dir. Ja. Tina, danke, dass ihr gekommen seid. Du wirst mich heute noch trainieren. Deshalb gute Fahrt nachher zurück nach Augsburg mit euch zusammen. Danke. Drück die Daumen, dass das Debüt natürlich ein Erfolg wird und dass du den Titel behältst. Kommendes Jahr sehen wir euch hoffentlich dann wieder, wenn es um weitere Titelkämpfe oder auch um größere Aufgaben dann geht. Vielen Dank. Viel Glück. Ja, danke. Der ADAC hat in München die Motorsportler des Jahres geehrt in verschiedenen Kategorien. Das Ganze ist wirklich eine Traditionsveranstaltung, dass immer kurz vor Weihnachten dann die Besten in ihren einzelnen Rubriken und in ihren einzelnen Klassen dann hier in München zusammenkommen bei einem wirklich großen und bunten Abend. Dennis Ulrich ist der ADAC Motorsportler des Jahres 2019. Der 26-Jährige gilt als einer der besten Motocross-Fahrer Deutschlands. Auf der Sportgala des ADAC in München nahm Dennis Ulrich den Preis entgegen. Wo ich die Mitteilung bekommen habe, dass dieses Jahr gewählt wurde zum ADAC-Sportler, Motorsportler des Jahres, konnte ich es erstmal gar nicht wirklich glauben, mit den großen Namen in einer Liste zu stehen. Und meistens ja natürlich sogar beschränkt sich es auf den Automobilsport, weil da doch der Mainstream-Fokus ein bisschen größer drauf ist. Aber als Motocrosser und als Motorradfahrer die Ehrung zu bekommen, ist natürlich eine richtige Ehre für mich. Als ADAC Junior Motorsportler wurde dieses Jahr TCR-Fahrer Max Hesse ausgezeichnet. Für ADAC Sportpräsident Hermann Tomczyk waren beide Preisträger keine Überraschung. Dennis Ulrich, unwahrscheinlich starker Motocrosser. Wenn man 5 Mal das ADAC MX Masters gewinnt, eine der Top-Serien in Europa, glaube ich, braucht man nicht mehr fragen, warum er diesen Preis heute bekommt. Er bekommt ihn sicher zurecht. Max Hesse, junger Mann, der sehr schnell seine Spuren hinterlassen hat und in diesem Jahr auch umgesetzt hat in einer schon Professionalität, die schon beeindruckend war, was er kann. Und damit auch den Titel verdient hat. Rund 400 Gäste aus Sport, Politik und Wirtschaft feierten an diesem Abend auch zahlreiche weitere Sieger aus den ADAC-Serien. Für gute Stimmung sorgte dabei Sänger Max Giesinger. Ein erfolgreiches Jahr für den ADAC-Motorsport. Trotzdem geht der Blick bereits nach vorne. Ganz klar, wieder im Vordergrund stehen unsere 2 WM-Läufe. Das ist einmal der Motorrad-WM-Lauf im Juni auf dem Sachsenring. Genauso der Rallye-WM-Lauf im Oktober. Mal ein neues Datum, liegt aber reglementsbedingt von der FIA, dass wir im Oktober starten müssen. Und bei der GT Masters, da haben wir dann wieder mit der Formel 4, mit der TCR Germany, mit dem Porsche Carrera Cup wirklich wieder ein tolles Programm. Und ich glaube, wenn ich da heute mal schon vorab vor Weihnachten in die Starterlisten schaue, da haben wir wirklich tolle Starterfelder, kompetitiv besetzt.
über teilweise 30 Teilnehmer am Start. Also ich glaube, die Fans, die werden wieder 2020 einen tollen Rennsport auf der Rennstrecke erleben. Und auch im Motocross-Bereich, was ich höre, auch im Motorradbereich. Wir starten mit der Dorna ein neues Nachwuchsprojekt im Zweiradbereich. Also wir werden jedes Jahr, wie auch in 2020, wieder tollen Rennsport liefern. Und dann wird auch 2020 sicher wieder mit einer Nacht der Sieger enden. Um jetzt im Winter Sicherheit zu gewährleisten auf den Skipisten, hat der Deutsche Skilehrerverband aufgerufen zu einem Junior Snow Safety Camp. Das Ganze wurde durchgeführt zu Fuße der Zugspitze, denn aufgrund des Föhnsturms konnte man nicht nach oben gehen. So hat man sich an den Zielhang der Kandahar Abfahrt dann herunterbegeben und hat dort trainiert. Lawinenkunde bei natürlich Unfällen und den richtigen Umgang mit Sondierungsgeräten und solchen Sachen. Luisa Off und Sebastian Kramer haben das Ganze mitgemacht. Das, was sonst ja für junge Leute zwischen 14 bis 17 ist. Fahr, fahr, fahr! Freeriden. Abseits der Piste richtig Gas geben. Was traumhaft aussieht, kann schnell zum Albtraum werden. Aber die Vorbereitung ist alles. Deshalb machen wir heute ein Lawinencamp mit. Unberührter Tiefschnee und knietiefer Schnee. Ja, gab es heute in Garmisch leider nicht. Aber die Skisaison naht und damit auch die Lawinengefahr. Und deswegen habe ich heute mal den Julian bei mir. Servus, Julian. Hi. Servus. Du bist erfahrener Freerider und auch bei der Bergwacht. Was ist denn das Gefährliche am Freeriden, heißt abseits von der Piste fahren? Sobald man sich abseits der Piste bewegt, hat man einfach alpine Gefahren. Dazu zählen halt auch die Lawinen. Wenn man da drunter kommt, ist zum einen die mechanischen Einwirkungen halt das Gefährliche, dass man verletzt wird, aber zum anderen halt auch, dass man drunter kommt und dann erstickt. Was brauche ich denn für Equipment? Zudem muss man erstmal sagen, dass es ganz wichtig ist, überhaupt erstmal Lawinen zu vermeiden. Also nicht nur, was passiert, wenn der Worst Case eintritt, sondern dass man sich einfach vorbereitet und weiß, was man tut. Und klar, wenn dann tatsächlich der Notfall eintritt, dann muss ich natürlich auch mit dem Equipment, das ich habe, umgehen können. Und da gibt es 3 grundlegende Sachen, die ich einfach immer dabei haben muss. Und das ist eine Schaufel, eine Sonde und ein LVS-Gerät, lawinenverschüttendes Suchgerät heißt es. Man muss auch immer zu zweit unterwegs sein, sonst bringt die ganze Ausrüstung eigentlich auch nichts. Und wie ich das ganze Equipment dann auch anwende, ja, das lerne ich jetzt heute mal. Wir haben quasi einen Lawinenverschütteten, versuchen den jetzt mal zu finden und nutzen dafür unser Lawinenverschüttungssuchgerät. Julian erklärt mir, dass wir dafür auf den Modus Search, also Suchen, umstellen müssen. Und dann wird mir eine Richtung angezeigt, in der das verschüttete Gerät liegt. Dann heißt es, dem Pfeilen folgen und vor allem schnell sein. Denn bereits nach 15 Minuten sinkt die Überlebenschance der Verschütteten drastisch auf nur noch rund 50%. Sobald wir nah genug dran sind, geht es schon ans Sondieren. Also mit unserer Sonde ein Gebiet abtasten, bis wir auf etwas stoßen. Wichtig ist da, dass man einfach 90 Grad zur Schneeoberfläche einsticht. Okay. Ruhig, so tief. Ich meine, wir haben ja vorhin eine Anzeige gehabt auf dem Gerät mit ungefähr 1,1. Ja. Sprich, ungefähr in der Höhe müsste auch liegen. Tatsächlich. Ich habe Widerstand. Ich fange dann an zu schaufeln, logischerweise genau. Da, wo ich was gespürt habe. Ja, allerdings nicht von oben runter, ja. Weil sonst hat man den Effekt wie an einer Sandburg zum Beispiel, dass man immer tiefer wird und dann kommt der Sand wieder von der Seite nach unten. Deswegen gehen wir jetzt um die Distanz nach hinten, so tief wie die Sonde sagt, dass er begraben ist. Also ja. Hier sind wir jetzt bei ungefähr 80 Zentimeter, ja. Gehen wir ungefähr einen Meter zurück und versuchen uns dann zum Hang hin dorthin zu graben. Bei oftmals sehr hartem Schnee ist das Graben eine echte Herausforderung. Und das sind jetzt gerade mal 20 Sekunden, die du bisher schaufelst. Ja, und ich bin schon gut außer Puste. Ja, ja, ja. Genau. Aber wir kommen dann näher. Wir haben jetzt hier unseren Rucksack geborgen. Der Rucksack lebt noch. Ja. Wir waren schnell. Wir waren gut vorbereitet dafür. Ja. Vielen Dank dir, dass ich heute mal sehen durfte, wie man denn abseits der Piste im Ernstfall reagieren kann. Ich werde auf jeden Fall mit mehr Respekt nächstes Mal fahren, wenn man sich abseits der Piste bewegt. Weiß jetzt aber zumindest schon ein bisschen mehr, wie man im Ernstfall reagieren kann. In der kommenden Woche und auch den Montag darauf, da werden wir jeweils
den Jahresrückblick geteilt ausstrahlen. Und dann wollen wir noch mal schauen, was war los in diesem Sportjahr in München und in der Umgebung. Klar, es gab Meisterschaften zu feiern, es gab Trainerwechsel, es gab überraschende Titelgewinne von Weltmeistern und es gab kuriose Dinge, die sich ereignet haben. All das packen wir in die kommenden Montage und werden uns Stück für Stück durch das Jahresgeschehen 2019 arbeiten. Für heute sind wir am Ende. Bis eben zur nächsten Woche. Servus.